Der Jugendverstärker ist der Versuch, mehr über Interessen, Anliegen, Themen von Jugendlichen zu erfahren, die wir bisher überhört haben, nicht vernommen haben, überlesen haben, die einfach zu leise waren, dass sie in unserer Wahrnehmung waren. Und so können wir nunmehr mit Hilfe von Software und intelligenten Algorithmen versuchen, mehr ausfindig zu machen, was aktuell bei Jugendlichen anliegt, was sie beschäftigt und was ihnen wichtig ist, in ihren sozialen Netzwerken untereinander mitzuteilen. Dafür haben wir gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation eine erstmal Diskussion geführt, eine Architektur entwickelt, wie so eine Software aussehen könnte. Und es ist daraufhin hinausgelaufen, dass wir eine sehr beschränkte Version eines Recherchetools genutzt haben, unter Berücksichtigung verschiedener Einwände, was Datenschutz, Persönlichkeitsrechte angeht, was tatsächlich KI, Big Data Problematiken angeht, so dass wir getrennt von den Inhalten User-Daten nicht nutzen, sondern nur die Inhalte für uns wichtig sind zu einer Auswertung, organisiert über einen Crawler, der um Datenspenden bittet. Er braucht eine Bestätigung, erst wenn man ihm folgt, erst wenn man diese Datenspende gibt, nimmt er die Inhalte auf, trennt sie von den Userinnen-Daten und macht daraus quasi eine Sammlung von verschiedenen Worten, die ja in verschiedenen Heuhaufen intelligent sortiert werden können, um daraus dann Nadeln zu finden, die ein bestimmtes Muster dann auch annehmen können, welche Nadeln in welchen Heuhaufen dann auch gehören. Dieses Clustern, das ist das Eigentliche, was das KI-mäßige ist an dem Jugendverstärker. Nämlich durch selbstlernende Algorithmen wird immer besser sortiert und es kommt eine bessere Auswahl von Wortwolken zustande, mit denen man dann ja eine gewisse Vorstellung entwickeln kann, was denn wohl gerade wichtiges Thema ist bei der jungen Generation. Wir haben im Moment nur eine Software, die wir als Proof of Concept nennen können. Sie arbeitet mit Twitter und Instagram. Auch andere Social Media wären da entsprechend nun auch einrichtbar, bräuchten aber tatsächlich noch mehr Unterstützung von Programmiererinnen und Softwarearchitektinnen, die uns Hinweise geben, wie wir das Ganze verbessern können, um es auch ja, zu einer Software zu führen, die übertragbar ist und unter verschiedenen Voraussetzungen eingesetzt werden kann. Wir haben sehr, sehr viel Zeit mit Diskussionen um ethische Fragen, rechtliche Fragen, Schutzfragen geführt und sind deswegen vielleicht auch ein bisschen eingegrenzt in dem, was wir bisher an Softwarecode entwickelt haben. Diesen Softwarecode haben wir allerdings offengestellt auf GitLab, so dass man sich den anschauen kann, nachvollziehen kann. Es ist uns ganz wichtig, eine Transparenz bei der Softwareentwicklung zu halten und natürlich auch, dass dieser offene Code auch von anderen genutzt werden kann, so dass mit den bisherigen Vorarbeiten vielleicht auch eigene, neue, bessere Lösungen gefunden werden können, um mehr Monitoring zu machen, mehr Recherche zu ermöglichen, um noch besser ganz früh und rechtzeitig Kommunikationsangebote anbieten zu können von Politik und Verwaltung, wenn Jugendliche Bauchschmerzen haben, sie Probleme haben, sie bessere Ideen haben, gute Vorschläge haben, die von Erwachsenen und von professionellen Erwachsenen in Verwaltung und Politik zu sehr vielleicht auch ja nicht ernst genommen werden, überhört werden. Sind sie erstmal visualisiert in entsprechenden Wortwolken und werden sie entsprechend ausgegeben, so denken wir, hoffen wir, dass damit auch ein besseres Verständnis für diese Themen in Politik und Verwaltung eintritt. Gerade unter dem Gesichtspunkt von Jugendbeteiligungsofferten ist das für uns ein wichtiges Element, um sehr nah an den Interessen und Anliegen von Jugendlichen zu sein. Noch etwas dazu. Es ist auch neu für Jugendarbeit, Software selber zu entwickeln, die passend ist
Und auch das ist ein Aspekt beim Jugendverstärker, dass wir für uns einfach auch in die Diskussion nehmen, wie viel müssen wir auch selber investieren, zeitlich als auch finanziell, um genau die Werkzeuge zu haben, mit denen wir gut und besser arbeiten können. Nur auf die Dinge auszuweichen, die andere für ganz andere Zwecke erstellt haben, um sie dann ja irgendwie passend zu machen für unsere Vorhaben, das ist mittlerweile zu wenig. Jugendarbeit muss sich auch dahingehend professionalisieren, dass sie selber Softwarelösungen erstellt. Der Jugendverstärker ist dazu ein Anfang.